Gruppenbesteuerung ist Klassenkampf von oben. Aspekte der Raiffeisendominanz, Teil 8. Fit und fett durch Osterweiterung. Zentral-, Osteuropa und Asien. An keinem Bankplatz fehlt das Giebelkreuz. Die Raiffeisenbank International AG ist stolz auf eine einmalige Erfolgsgeschichte. Die wenigsten österreichischen Steuerzahler wissen, dass sie bei dieser Erfolgsgeschichte kräftig mithelfen dürfen. Das Stichwort ist Gruppenbesteuerung. Was hat dies mit den österreichischen Steuerzahlern zu tun? Während der wenig segensreichen Regierungszeit von ÖVP, FPÖ, BZÖ in der ersten Dekade des neuen Jahrtausends wurde im österreichischen Nationalrat die Idee der Gruppenbesteuerung zum gültigen Gesetz gemacht. Auch die raiffeisennahen Abgeordneten, Lobbyisten, Agenten hoben die Pfote und schon war ein Gesetz gültig, das dem Hause Giebelkreuz bares Geld an Steuerleistung sparen sollte. Im Rahmen der Gruppenbesteuerung lindern die Ausgaben ausländischer Tochterfirmen die Steuerlast inländischer Eigentümer. Beispiel: Die Firma XY verbucht in Österreich einen Gewinn von beispielsweise 1 Million Euro, den sie versteuern sollte. Gleichzeitig investiert die Firma XY in einer Tochterfirma im Ausland ebenfalls 1 Million Euro, die sie für dortige Aufwendungen braucht. Vor dem österreichischen Finanzamt schmilzt die Steuerlast gegen Null. Also dieses Prinzip erleichtert den von Österreich aus agierenden Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit im Ausland auf Kosten der Steuerzahler in Österreich, kurz zusammengefasst. Es besteht ein konkreter Zusammenhang zwischen der Notwendigkeit der Republik bei Bildung, Gesundheit, Sozialem zu sparen und der Tatsache, dass die Gruppenbesteuerung Raiffeisen es ermöglicht, zum Beispiel am Geldsagensektor im Jahr 2008 hat die Raiffeisen Zentralbank 1% Gewinn, Steuern vom Gewinn bezahlt. Normal, und der durchschnittliche Bankensektor hat 7% gezahlt. Wie man weiß, beträgt eigentlich die Körperschaftssteuer 25%. Natürlich wird es dazu kommen, dass so mancher Pensionist, der mit seiner Minimalpension nicht das Auslangen hat, sich fragt, wie kommt es, dass die Republik sich entscheidet, einer potenten Gruppe wie der Raiffeisengruppe Steuern zu erlassen, hingegen bei Massensteuern keine Gnade kennt.